Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist wieder Love Tarot. Hallo Steinbock, schön, dass du wieder zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du das erstmal bei mir bist, hi, ich bin Martina, ich lege ja Tarot für dich. Ich mache gleich noch deine Legung für Februar 2024. Ich habe einen kleinen Spickzettel. Schau dir sehr gerne deine anderen Platzierungen an. Vielleicht ist dort auch die ein oder andere Message für dich versteckt. Sehr willkommen sind ja auch Crosswatcher, die sich in irgendeiner Art und Weise für einen Steinbock interessieren. Ich mache das jetzt gleich wieder. Ich habe das wieder unterteilt in Kategorien, weil es im Januar sehr gut bei euch ankam. Ihr mochtet das sehr. Wir machen jetzt erstmal eine allgemeine Tarotlegung für dich, Steinbock. Danach machen wir die Liebe und dann, was du nicht kommen siehst. Okay, Steinbock, als ich mich mit deiner Energie verbunden und gereinigt und geklärt habe, habe ich vorgeschaffelt. Möglicherweise geht es hier für dich um eine Person der Luft, also eine Waage, ein Wassermann, Zwillinge oder jemand, der diese Platzierung im Chart hat. Vielleicht hast du die auch selbst. Oder ja, also dass eine Person jetzt in dieser Zeit, jetzt im Februar, noch wichtig wird, die dir rational zur Seite steht mit Rat und Tat, oder dass du diese Person bist, dass du, Steinbock, du bist ja eine Königin der Münzen oder ein König der Münzen, dass du eher so im Verstand verhaftet sein wirst jetzt im Februar. Aber gucken wir mal. Oder schon warst in einer Situation. Gucken wir mal. Ja, verstehe ich. Steinbock, du bist gerade so ein bisschen zurückgezogener als sonst. Oder du genießt es gerade ein bisschen. Oh, drei große Arkane. Du genießt es gerade, so ein bisschen zurückgezogener zu sein. Erste Karte raus, Jungfrauenenergie. Der Eremit. Es geht beim Eremiten darum, sich zurückzunehmen, um die eigene Energie so ein bisschen zu bereinigen. Vielleicht hast du viele Einflüsse im Außen, die dich dazu verleiten, im Moment so ein bisschen die eigene Energie zurückzunehmen, was auch völlig okay ist, weil da tanken wir ja auch wieder unsere Kraft. Also unsere Alltagssituationen sind ja wirklich so heftig heutzutage. Wir arbeiten, wir müssen einkaufen, wir müssen unseren Kühlschrank voll machen, wir müssen unsere Wohnung, unsere Häuser pflegen. Das ist halt schon nicht von Pappe und deswegen ist es auch mal völlig okay, sich mal zurückzunehmen, Steinbock. Und zu sagen, nee, ich heute nicht, ich bin nur für mich, nur das, was mich interessiert, ist gut. Und das finde ich auch in Ordnung. Stierenergie, der Hierophant, du fühlst das, dass es deine, nein, nicht Bestimmung, das ist zu viel, aber du folgst diesem Ruf so von wegen, also du kannst das in dir fühlen, so, es wäre jetzt besser für mich, mich mal zurückzunehmen. Und das ist auch völlig in Ordnung und nimmst dich zurück. Aber in deinem Rückzug, du willst es dir gerade, also es ist so eine Situation, du willst es dir quasi so gemütlich machen zu Hause und dann auf einmal passiert etwas im Außen, was völlig unvorhergesehen ist und was dich quasi von deiner Couch runterholt. Das ist interessant. Da gucken wir mal weiter. Auf der Rückseite ist 6, die 10 der Münzen. Also es macht dich gerade glücklich, dieser Zustand, dieses für dich sein. Aber wie gesagt, du wirst ja rausgebrochen mit dem Turm. Wie geht's hier weiter für Steinbock? Boah, was hast du denn nur große Arkane? Wassermann-Energie? Der Stern, also das, was da mit dem Turm geschieht, dieses Unvorhergesehene, ist kein Unglück, sondern ein großes Glück. Vielmehr vielleicht sogar die Erfüllung eines Wunsches. Ja. Und dass du damit halt vielleicht auch alten Schmerz heilst. Und jetzt bist du selber rausgekommen. Also sofern du jetzt, also die männliche Energie gelesen, also Wassermann-Energie. Du heilst alten Schmerz damit jetzt in deinem Rückzug. Das ist total gut. Und dadurch kommst du halt auch wirklich jetzt in deine eigene Kraft wieder als König der Münzen. Auch wenn du eine Frau bist, die mir jetzt zuschaut, das ist egal. Wir lesen ja hier immer Energien auf diesem Channel. Kommst du in deiner eigenen Kraft an. Oder es kann auch sein, für wenige kann es auch sein, dass sie mit dem Wunschpartner, den sie sich gerne gehabt hätten quasi, also an ihrer Seite, dass das halt im Moment nicht so gut ist und dass es da Verletzungen gibt, weil es da vielleicht noch jemanden anderen gibt. Da musst du dann genau hinschauen. Drei der Schwerter ist auch gerne mal so ein Indikator dafür, dass drei einer zu viel sind. Und du heilst da gerade vielleicht von, dass deine Person aktuell mit jemand anderen liiert ist und du ziehst dich zurück, weil du
gegenüber dieser Beziehung fair sein möchtest und denkst dir, ja, okay, die sind zusammen, ich gehe jetzt raus hier an der Stelle, ich nehme mich zurück. Aber auch dann ist es dann deine Bestimmung, diese Gefühle aktuell durchzuleben und zu sagen, ach, ja, es ist jetzt nicht schön, aber ich lebe das jetzt durch, ne? Also, du musst, bei der allgemeinen Lähmung ist es immer wichtig zu gucken, was ist denn jetzt hier gerade die Situation. Also, wenn du aber schon glücklich vergeben bist, was kann es dann sein? Dann ist es einfach im Moment nur wichtig, dich selbst zurückzunehmen, deine Energie zu bereinigen und ja, zu sagen, ich bin jetzt mal für mich und es macht mich glücklich. Aber wie gesagt, auch dann kann es mit dem Turm passieren, dass von außen etwas Unerwartetes auf dich einwirkt und du sagst, hä, was denn jetzt? Ich wollte doch nur meine Ruhe haben. Wie geht das hier aus? Fünf der Kelche, also jemand hier, ja, du hast mehrere Optionen, wie du damit umgehen willst, was der Turm ist. Also du kannst dir dann wirklich auch in Ruhe noch Gedanken machen oder solltest dir am besten, also wenn das schnell passiert, was da auf dich einprasst, dann solltest du dir Gedanken machen in Ruhe, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus oder wie kann ich das Beste aus dieser Situation für mich rausziehen? Fünf der Kelche, vielleicht bist du erstmal so ein bisschen unter Schock, ein bisschen traurig über die Situation. Aber das große Glück, was du dir ersehnst, das kommt wieder rein. Im Moment drehst du da den Rücken von weg, vom Glück. Du hast irgendwie so ein bisschen das Gefühl durch diesen Turm, dass dir dein Glück verwehrt ist. Aber ein bisschen Geduld und ein bisschen, ja, dass du wieder die Beständigkeit, die Bodenständigkeit bei dir selbst reinbringst, deine Stabilität, dass du dir quasi stabile Gedanken machst und dann kommst du wieder in deine Sonne. Du darfst halt wirklich dir die Gedanken machen, welche der Optionen das Richtige für dich an der Stelle ist. Und dann geht es dann für dich auch weiter. Im Moment stagniert das dann so ein bisschen und du denkst dir, oh, ich will aus dieser Situation wieder raus, warum ist denn das jetzt so? Aber das wird sich wieder lösen. Es gehört ja mit dem Hierophant zu dem Weg, den du selbst beschreiten sollst. Okay. Okay, schauen wir mal weiter. Liebe für Steinbock. Liebe Februar. Valentinstag ist vorbei. Gucken wir mal. Auch hier der Stern. Wassermann-Energie. Es kann sein, dass sich für den einen oder anderen Steinbock ein Wunsch erfüllt. Also, heißt, wenn du schon mit deinem Liebsten, deiner Liebsten liiert bist, dann läuft das jetzt aktuell sehr schön zwischen euch. Es fühlt sich an, als hätte sich ja, so ein Herzenswunsch von dir erfüllt. Vielleicht hattet ihr, ich kriege gerade rein, verhält ihr auch Themen zu besprechen und zu klären, habt das gemeinsam geschafft und du bist glückselig. Thema Wunschpartnerschaft. Erste Karte raus der Stern, da geht es dann darum, ja, dass sich auch dein Wunsch erfüllen möchte für dich, dass du den Partner in dein Leben ziehen könntest potenziell, also wenn es jetzt keine feste Person ist, dann besteht halt wirklich Hoffnung, dass du künftig nicht mehr Single bist und so eine Person in dein Leben ziehen kannst. Und wir gucken mal weiter. Bei Liebe muss ich ja mal so ein bisschen gucken, dass es halt beides irgendwie so ein bisschen bedient. Also sowohl Singles als auch Vergebene. Ah ja. Der Stern, das Rad des Schicksals und der Stern, das Rad des Schicksals und den Ritter der Schwerter. Also, es darf sich ein Wunsch erfüllen oder ein Wunsch bereits erfüllt haben und du weißt, dass diese Liebe, jetzt egal ob du Single bist oder vergeben, schicksalhaft ist und du willst mit dieser Person auch zusammen sein oder bleiben, was schon mal cool ist, kann sein, dass dann auf dich zukommt, ja, eine schnelle Veränderung. Also jetzt nicht, wenn ihr jetzt zusammen seid, eine negative oder so, sondern dass eine schnelle Nachricht auf euch beide zukommt, wo ihr auch dementsprechend zackig reagieren müsst. Und wenn du Single bist, kann es sein, dass sich dein Wunsch, also mit dem Stern und mit dem Rad des Schicksals, dass der sich schneller erfüllt, als du aktuell schauen kannst. Also diese Ritter der Schwerter-Energie, die ist sowieso. Ja, also das geht richtig ab. So, jetzt bist du wieder auf der Rückseite des Decks, egal ob du Mann oder Frau bist. Entschuldigung, König der Münzen. Und du schaust dir das an, was da auf dich zukommt und sitzt in deinem Thron und entscheidest, weise kriege ich gerade. Wie geht's hier weiter? Vier der Kelche. Ritter der Kelche. Spannend.
Aber viel. Die war auf dem Kopf. Die nehmen wir jetzt auch auf dem Kopf. Dann gehen wir hier weiter mit denen. Warte, ich muss mal kurz Ordnung machen. Es kamen so viele Karten rausgeschwupst. Dann mache ich es jetzt auch fertig. Moment. Ah ja, oh, das ist wunderschön. Gut, also. Ich habe gefragt, wie geht es hier weiter, Steinbock? Wir haben die Vier der Kelche. Das bedeutet in gewissen Zusammenhängen, dass diese Nachrichten, die der Ritter der Schwerter mit sich bringt, du dann sagst, will ich nicht oder wollen wir nicht. Also ihr als Paar wollen das nicht, was da von außen auf uns zukommt. Wir entscheiden uns gemeinsam dafür, das so nicht zu wollen. Du als Single, es kann sein, dass dann zwei Angebote vielleicht sogar reinkommen. Also verschiedene Konstellationen. Du als Single, da kommt ein Angebot rein von einer Person, die mit dir ausgehen will und du sagst so, nee, möchte ich nicht. Ich möchte lieber meinen Ritter der Kelche. Ja, also sowas, das ist halt auch völlig weltlich, völlig menschlich. Sich zu wünschen, dass diese und jene Person einen auf ein Date einlädt und sie macht es nicht, aber irgendwer, den man überhaupt nicht in Erwägung zieht, zum Beispiel. Ne? Und das ist aber kein Gerangel um dich. Also für dich ist es kein Gerangel um dich, dass vielleicht zwei Personen dir sogar ein Angebot machen. Für dich ist klar, dass du den Ritter der Kelche willst. Weißt du? Ja, das ist so, dass du das gar nicht so als Konkurrenz siehst, sondern du weißt ja, wen du willst. Zehn der Kelche, das wünschst du dir. Das ist das, was du gerne haben willst für dich. Und du bist auch bereit, so ein bisschen mehr in deine Rationalität zu gehen, um das zu erreichen. Also, dass du rational gegen die eine Person entscheidest, zum Beispiel, die da kommt, und sagst, nee, möchte ich nicht. Ich warte jetzt auf meine Person, auf meinen Ritter der Kelche. Und mit der möchte ich dann auch zusammen siegreich sein. Also, dass wir zusammen das gemeinsam umsetzen können, was ich mir gewünscht habe. Und vielleicht ist es ja sogar auch das, was er sich gewünscht hat. Als Paar geht es hier darum, dass auch ihr, Vier der Kelche, eine Situation so nicht haben möchtet, wie es dann sich im Außen manifestiert. Vielleicht geht es ja auch um Manifestation, dass ihr euch zusammen was Schönes wünscht. Ich kriege gerade rein mit diesem Ritter der Kelche. Ich kriege gerade für manche rein, oh Gott, manche Paare haben einen Kinderwunsch und wünschen sich quasi so ein Kind der Liebe und hatten in der Vergangenheit da so ein bisschen Probleme mit. Die Karte kam aber so rum raus. Das heißt, also Steinbock, für manche von euch, die sich ein Kind wünschen, ist das vielleicht jetzt gerade die beste Zeit überhaupt. Happy Family. Dranbleiben. Ne? Also es gibt ja manchmal leider diese Paare mit Kinderwunsch und da funktioniert es nicht gleich. Ne? Der Wunsch nach einer glücklichen Familie, dann heißt es dranbleiben und dann zusammen, dass der Wunsch sich gemeinsam erfüllen kann. Und hier ist auch nochmal so eine junge Energie. Auch nochmal ein Page der Kelche und der Neuanfang. Also wunder, wunder, wunderschön. Oh mein Gott, so, wie kann ich jetzt noch weitermachen für Steinbock? Okay, guckt mal. Wenn ihr jetzt keinen Kinderwunsch zusammen habt als Paar, dann geht es hier vielleicht darum, alte Streitigkeiten miteinander zu beerdigen quasi, dass man es gemeinsam geschafft hat, eine Lösung zu finden. Also schaut hin, was es für euch heißt. Letzte Legung heute für dich, Steinbock, was du nicht kommen siehst. Was siehst du nicht kommen, Steinbock? Kommt vielleicht ein neues Angebot auf dich zu? Schon wieder Hierophant und der Turm. Du übst aber auf dieses Angebot Zurückhaltung. Und zwar, was du nicht kommen siehst, ist das aus der Stäbe. Vielleicht möchte jemand mit dir, falls du kreativ arbeitest, neu kreativ zusammenarbeiten. Vielleicht geht es hier darum, dass irgendwer mit dir flirty ist, was du aber gar nicht haben möchtest zum Beispiel. Ne? Und das bringt dich zum Turm. Das bringt dich zum Turm und du sagst, oh nee,
Das habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, das möchte ich gar nicht. Oder jemand, ja, ein Date oder mit dir vielleicht, also ausgehen oder mit dir wieder was machen, eine alte Person von früher kommt mit, hey, lass mal wieder was unternehmen. Und du bist so, da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Und warum ist das so? Und du, wenn es eine Person aus der Vergangenheit war, mit der es nicht so rosig gelaufen ist, dann hast du deine Lektion daraus gelernt von damals und sagst, oh nee, das möchte ich aber nicht nochmal erleben, das brauche ich nicht. Ne? Also so eine Situation kommt mir da gerade rein, wie zum Beispiel, du warst früher mal in eine Person total verliebt und hättest alles für die gegeben, hättest alles stehen und liegen lassen für die, für diese Person und die wollte dich partout nicht. Und jetzt auf einmal kommt da von der was so, hä? Also jetzt auch so, vielleicht nur so eine Nachrichten, so als ob ihr jetzt alte Freunde wärt und was dich halt völlig irritiert und du denkst dir, was will denn diese Person jetzt von mir? Du wolltest mich doch immer nicht haben und jetzt auf einmal, willst du mich haben oder willst du mich sehen oder so? Oder ich hatte es neulich, da hat mich eine Person aus der Vergangenheit gefragt, ob ich jetzt einen Kaffee trinken möchte. Und ich fand das nett, weil wir sind ja dann, also, wir sind nicht spinnefeind miteinander auseinandergegangen, aber hat halt jahrelang nichts zu tun. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe im Moment ein bisschen viel um die Ohren, so auch mit meinem Master und meinem Arbeiten. Und ich hätte dafür halt auch in diesen Ort fahren müssen und so. Und da habe ich halt mir echt überlegt, möchte ich das jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und da habe ich halt auch, also im Moment hat es sich jetzt, ja, vertüddelt. Aber ich habe in dem Moment wirklich so, hä? Ja? Ne? Du weißt, was ich meine. Das ist hier so eine Situation. Das siehst du gerade noch nicht kommen. Und wenn das auf dich zukommt, übst du mit vier der Münzen Zurückhaltung. Mag sein, dass die Person dann so ein bisschen gekränkt ist mit neun der Stäbe und vielleicht auch ein bisschen sad mit fünf der Kelche. Möglicherweise handelt es sich hier um eine Person des Feuers, also Schütze, Widder, Löwe. Oder diese Person, diese Nachricht, weckt in dir so eine Art altes Feuer, also nach dem Motto, soll ich das jetzt wirklich machen oder so? Oder dieser Vibe von wegen, hey, du wolltest mich damals nicht, ich bin jetzt die sexere Person von uns beiden, so ich sitze jetzt hier auf meinem Thron und ich will dich jetzt nicht. Irgendwie so ein Vibe ist es hier. Vielleicht gibt es dann hier auch Verletzungen oder du machst es auch nicht mit dem Treffen, weil du halt von früher noch verletzt bist von dieser Person. Du weißt genau, was du in der Zwischenzeit erwirtschaftet, erreicht hast für dich. Und du brauchst auch diese Traurigkeitsenergie nicht mehr, die diese Person mit sich mitbringt. Weißt du? Du brauchst es nicht. Und du distanzierst dich davon und nö. Ne? Du weißt, was du erreicht hast und du sitzt jetzt im Thron, Steinbock. Du bist jetzt die Person, die das jetzt nicht mehr für dich möchte. Oder zumindest so, wie es zwischen euch gelaufen ist, willst du es nicht mehr. Wie geht das hier aus beim Steinbock? Ah ja, du sitzt in deinem Thron, das ist mega. Kann auch sein, dass sich die Situation, ich zeige es gleich noch, für manche transformiert. Jetzt ist schon wieder die Königin der Stäbe draußen, also auf der Rückseite vom Deck. Also möglicherweise wirklich ein Feuerzeichen, mit dem du da zu tun hast. Du selber sagst, nee, brauche ich nicht, pass on that. Möchte ich nicht, brauche ich nicht. Dadurch löst du bei dir selber Transformationsprozesse mit dem Tod aus, weil du sagst, ich brauche das nicht mehr, ich muss mich hier nicht mehr klein machen, nicht mehr erniedrigen. Ich weiß jetzt, was ich kann, ich weiß, was ich erreicht habe in meinem Leben, brauche ich nicht. So, ne? Und das macht dich auch wieder stärker und ja, du darfst das dann noch für dich im Rückzug, in dem du dich ja befindest, von dieser Person zumindest gerade, darfst du das noch verinnerlichen, wie stolz du auf dich sein kannst, dass du das alles geschafft hast und dass du es nicht mehr brauchst, dieser Person hinterher zu rennen. Cool. Mega cool. Finde ich richtig krass. Okay, Steinbock. Guck mal nochmal auf der Rückseite, was wir gesehen haben. Das war ja auch die Königin der Stäbe. Okay. Interessant. Also, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teile dieses Video sehr gerne mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Persönliche Legungen zu buchen über das Buchungstool auf meiner Webseite, wie immer. Vielen herzlichen Dank wieder für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!